Wenn du hast doch dieses Buch, wollen wir auf die Karte gucken? Da ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob da eine Karte drin natürlich ist. Natürlich. Hast du das greifbar? Ja, ich weiß, wo es ist. Und? Wo ist es? Im Studierzimmer. Mhm. Unten rechts. Studierzimmer unten rechts. Das in dem Sideboard. Da ist so eine Schiebetür. Rechts. Da sind Ordner und das Bloodborne-Buch. Wenn ich mal Zeit habe beim Studieren, studiere ich auch gerne Bloodborne. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber irgendjemand riecht hier ausgezeichnet. Ganz rechts, ne? Was? Rechts. Ja. Ja, schwarzes dickes Buch, steht Bloodborne drauf. Was? Ach, das war versteckt. Das war wirklich versteckt. Fürchte das alte Blut. Hier sind zwei vollkommen unterschiedliche Sorgen an. Ja! Wirklich gar nichts miteinander zu tun. Heute. Ja, ich bin überrascht. Gut. So, aber du findest jetzt auch nicht dahin, hä? Also jetzt so in, also spielimmanent meine ich. Oh, es gibt riesengroße Spinnen später. Na super. Ach hier, guck mal, große Schlangenkugel. Diese Bündel gigantischer Schlangen aus dem verbotenen Wald fallen sich im Prinzip wie die kleinere Variante. Das haben wir schon rausgefunden. So, Wurfmesser. Nicht genug Schaden an. Wurfmesser? Ja. So, und das ist der kleine himmlische Gesandter, ich kann mal Tentakel. Der Hauptunterschied liegt in beiden. Nicht laut vorlesen bitte, ich möchte jetzt versuchen. Hauptgesandter. Aber ich will auch eigentlich gar nicht die, ich will Karten. Da. Verbotener, oh Gott! Um Gottes Willen! Okay. Wo ist denn der Start? Hier, das scheint mir der Start zu sein. Ja. Wie soll man denn diese Karte verstehen? Also ich gehe zum Start kurz zurück. Zum Start dieses Gebietes? Ja. Okay. Here I am. Kanone. Ah ja, das ist dann also offensichtlich. Genau, hier ist der Fahrstuhl. Ups. Also es ist doch wahrscheinlich so, dass wenn wir hier, ja genau, hier war das Dorf. Warum steht hier nicht zu, wo es dann weitergeht? Wahrscheinlich ist doch das hier das Gebiet, in dem wir sind. Aber wie kann man erkennen? Wo wir sind? Hier sind super viele Zwillingsblutscheinscherben, das muss das sein. Ach ja, guck mal, das sieht doch so aus. Guck mal, das ist doch wahrscheinlich das Gebäude, aus dem wir gekommen sind mit der Brücke. Und hier ist der Aufzug, vermutlich. Ja. Dass wir sind hier gegangen durch dieses ganze Gebiet voller Tausender von Zwillingsblutscheinscherben. Ja, okay, alles. Und irgendwo hier muss doch ein See sein, wo das Schwein war. Es sieht mir so aus, als gäbe es hier zum einen eine Abkürzung. Und das, was ich gemacht habe, war wahrscheinlich nicht die Abkürzung, sondern eher der Weg weiter zum wahrscheinlich Boss, vermute ich mal. Wo ich aber trotzdem auch mal ganz gern zumindest kurzzeitig mal hingehen wollen würde, wegen deiner Echos. Oder unserer Echos.
Ja, das stimmt. Dann macht das eigentlich erst so richtig viel Sinn. Also ich vermute, es gibt hier so einen Weg, der relativ gerade durchführt. Ich vermute, wenn du einfach immer entlang der Fackeln gehst, unten auf dem Weg, dass du dann dahin kommst, wo du hin musst. Und denn das hier sieht so aus, es gibt hier links und rechts tausend kleine Verzweigungen und überall sind einige Blutsteinscherben eingezeichnet. Und ein Blutsteinbrocken, den haben wir allerdings noch nicht. Mal 30.000, ich muss ihn da auch noch haben, dann können wir uns so ein Schwert oder so aufbessern. Und Also, Stärke, dass wir dann alles nicht mehr nötig haben. was haben wir denn nicht mehr nötig? Uns mit diesen Pennern abzugeben. Okay, genau, geh einfach mal weiter auf diesem Weg. Ich glaube, das ist your best bet. Am Ende war ich ja wirklich Aber völlig guck mal, hier ist verloren. ein Digger. Aber das sind die, die ich umlaufen habe. Das ist der erste Dickmann. Da Herr oben. Brooke ist da! Hey, moin, moin, aus Hamburg. Herzlich willkommen. Wir sind überraschend erfolgreich in diesen Wald gestartet, aber dann doch gestorben. Boah, das war top. Ja. Los hier jetzt, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Da sind wieder die ganz schlimmen Möpse. Ja. Bei denen war ich schon mal. Und halt immer noch recht viel Probleme. Ist das nicht hier? War das nicht hier hoch? Und dann ist noch ein Ich Schwarz. sehe, bin ich auch aus dem Weg gegangen. Also aus dem Weg oder an ihm vorbei? Nee, aus dem Weg. Ich weiß nicht, wie ich dazu. Da bin ich, da habe ich versucht, den zu bekommen. Auf dem Weg war ich auf jeden Fall. Und jetzt kam gleich der Typ, der die alle beschwört hat, glaube ich, hier. Beschwört. Als die Sonne noch gescheint hat, oder wann war das? Hier. Sporen, was? Ja. Das ist bestört falsch. Das ist das Wort. Und was hat es mit der Sonne zu tun? Wir schienen. Ja. Cool. Der Sonnenbeschwörer ist aber nicht mehr da. Das ist Und dann der bin ich hier durch. unten, links, unten. Und irgendwo war hier das Schwein. Da unten war das Schwein. Ja, ich Ja, bin aber das oben hast du von hier lang oben gegangen. gesehen. Da ist ein Geist. Nee, du bist auch unten lang gegangen. Doch. Aber danach bin ich hier hochgegangen, hier habe ich das Item gefunden und dann bin ich da weitergelaufen und hier sind Glühwürmchen. Ich glaube, jetzt bist du dort. Ja, jetzt weiß ich. Jetzt muss ich nicht mehr weiter gucken. Ja, aber die Frage ist, ob wir nicht vielleicht doch lieber eine. Ah nee, es gibt noch, glaube ich, eine andere Ja, Abkürzung. jetzt hör auf zu gucken. Jetzt wissen wir doch. Nee, ich will gerne wissen, ob wir wirklich da jetzt, wo du die Blutechos gleich holst, weitergehen sollten. Warum sollen wir das denn jetzt schon wissen, bevor wir es so versucht haben? Um die 25.000 Blutechos zu Ja, da gehe ich rechtfertigen. doch jetzt gerade hin. Ich gehe doch gerade zu den Blutechos. Die hole ich jetzt. Mach hier erstmal gleich Elvis platt. Und seine Kumpels. Du bist schnell wieder da. Ja. Es ist einfach, wenn man nicht abseits geht, ne? Ja. Über einen Schlag. Jetzt sollte ich mal Luffys Schwert ausprobieren. Da ist Elvis ohne Britzel und da ist Elvis mit Britzel. Das war einfach. Das war überraschend einfach. Was ist da los? Ist die so viel mächtiger? Ich brauche noch mehr als einen Schlag für die. Ich weiß nicht. Lebensläufige Metamorphose. Darf ich dir bitte sagen, dass du ganz in der Nähe der Abkürzung bist? Das darfst du sagen. Und falls du jetzt irgendwo hinkommst, wo es nach Endgegner aussehen sollte. Ja, natürlich gehe ich nicht da rein dann. Ah, gut, hier ist sowieso Schluss. Wenn du jetzt zurückläufst und wieder zur Gabel kommst, wo die Schweineschlucht ist, dann gehst du bitte nicht rechts in die Schweineschlucht mit dem See, sondern bei den Glühwürmchen. Nee, hier gibt's nichts.
Jetzt lass mich doch gucken, Mann. Das habe ich, weiß ich aus Erinnerung nicht, weil ich, das kann man hier nicht sehen, so kleiner ist die Karte nicht. Sondern weiter geradeaus. Wieso müssen wir uns immer streiten, wenn wir Bloodborne spielen? So, hier ist nicht rechts, sondern geradeaus. Und das ist, wird wunderbar sein, was dann passiert. Ich nehme mir gleich das Buch wieder weg, ich sag dir das nur. Jetzt schon mal. Als Vorwarnung. So. Kannst du auch einfach los liegen lassen, oder? Das ist lieber, mag ich lieber. Narrenblutedelstein. Oh, wir kriegen so krasse Sachen, Alter. Ist das absichtlich weggesteckt? Achso, ja, ich wollte die Fackel. Und look at this, Bruder Punk. Look at what we found. Ich weiß nur nicht, wo uns das hinführt. In die Hütte. Die wo ist? Hier bei dem Ach, Team. Hier unten! Okay. Und wo. Jetzt kannst du mal ganz kurz sagen, wie man von hier aus zur Lampe kommt. Nein, nicht da hoch. Geradeaus. Ja, Achtung, da ist der Typ mit auf der Brücke. Du kommst jetzt wieder sozusagen, das ist jetzt am Ende des ersten Gebietes bist du jetzt wieder. Verstehst du? Ja. Und jetzt musst du an dem Typen vorbei und rechts den Berg hoch. Und da ist die Hütte mit dem Shortcut zur Lampe. Schon 10.000 Echos gebildet. Billable Hours. Irgendwo redet man in Anwaltskanzleien. Billable Hours? Billable Hours. Das sind die Stunden, die du arbeitest, die billable sind. Also die auf Rechnung für Kundenschreiber sind. Das sind die einzigen, die zählen. Alles andere, was du machst, ist Verschwendung von humanen Ressourcen. Das ist richtig schlimm. Du musst mal angeben, wie viel Billable Hours die arbeiten. Je mehr Billable Hours du machst, desto großartiger bist du. In der Logik der Anwaltskanzlei. Billable Hours. Ja, ein Wort, das so Ausdruck von Schrecklichkeit ist. Jetzt muss ich hier hoch, ne? Hier rechts. Und dann durch die andere Abkürzung. Ist es wirklich so? Ja! Aber bist du dir sicher, dass ich glaube, also da müsste eigentlich auch noch eine Lampe sein bei der anderen Abkürzung. Weil es kann ja nicht sein, dass die Abkürzung... Doch, das ist so. Das ist der Wald, das ist zwei große Gebiete unterteilt. Okay. Muss ich da ein bisschen durchfräsen. Oder oh, diesen Rabies. Mit dem gehe ich mich gar nicht erst ab. Oh, geschafft! Bam, wir haben es mal ausnahmsweise richtig gemacht. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Und hätten wir sie gefunden? Also ich möchte behaupten, das wäre der Weg, den ich jetzt standardmäßig auch ohne deine Hilfe gegangen wäre. Ja, zum Schwein, du wolltest doch dem Schwein die Gedärme aus dem Arsch ziehen. Ja, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre der Weg zum Schwein. Zum Schweinearsch. Das kriegen wir wahrscheinlich zwei Level machen. Oh Gott, 12.000 Euro. Drei kriegen wir. Okay, was machen wir? Ausdauer haben wir gerade für dich richtig hochgepillt. Ja. Das, damit bist du erstmal happy. Naja. Haben wir ein Vitalität und zwei Stärke? Nicht geschickt! Ludwig und die Axt Level mit Stärke. Aber so schlecht. Fehler haben wir so häufig. Das ist gemacht. Kein Fehler. Guck mal, das ist nämlich nicht großartig unterschiedlich. Nein, aber die ist es nicht so, dass die Axt... Das Nein, sind das, ist, unsere, das sind die Werte, die jetzt abhängig... Mit unserer jetzigen Ausrüstung. Die wir gerade in der Hand halten, ja. Alle haben gesagt, es ist Quatsch, also dass man nur für die Waffen, die man hat, leveln soll. Also 183, 217. Und da macht das... Okay. Achso. 181, 216. Physische Abwehr 120. Ja, Stärke schon besser. Das machen wir auch nochmal. Nochmal Stärke. Wir wollen den Leuten richtig auf die Glocke geben. Das haben wir auch mit geschickt, das bringt uns nichts. Das bringt uns fast genauso viel. Ja, aber weniger und ansonsten das gleiche. Also je mehr wir bei Stärke vorankommen, desto mehr skaliert das nach. Wir haben aber dafür brauchen wir halt Stärke. Hilf mir! Unterstütz mich!
Waffen verbessern machen wir natürlich auch, Sun. Machen wir. Hast du jetzt zwei Stärke und eine Vitalität? Ja, guck das nach im Livestream. Kannst du jetzt noch, ist ja noch verzögert. Vertrau dir, blind. Bist super. Oh, guck mal, wie viele. 31 Zwillingsflugscheine, wir haben richtig den Wald geräubert. Also, wir brauchen natürlich noch mehr. Von dem Quatsch hier. Wir fahren in dem Quatsch. Dickes Kaltblut. Drei ist du gleich. Also das noch überbleibt, stecken den Blut 4. Noch ein Level, wir noch ein Essen. Blutstein Brocken. Boah. Der Tontrus ist echt. Was hast du jetzt gelevelt? Die Achse oder die Klinge oder beides? Beides. Das brauchen wir für beides Brocken. Oh oh. Jägerpistole. Die Fackel können wir auch nochmal aufleveln. Ja, mach doch. Ich brauche jetzt wahrscheinlich ansonsten nicht mehr. Fett. Ah ja. Sehr gut. Und die Karre rum können wir ja auch noch testen. Boah. 62. Was krass. Nee, stopp, du kannst auch noch den nächsten Slot rein. Aber ich will ja auch gute Sachen hierfür noch über haben. Boah. Stich 104. Ich stech gerne zu, ehrlich gesagt. Hä, wieso? Hä? Okay. Aber 91. Nee, 91er. Stopp, warte. Was denn? Stopp! Ich verstehe das immer nicht. Geh nochmal einmal mit auf die Axt. Hast du jetzt in beiden alle drei, in alle drei. Warum hat denn der rechte ein anderes Format? Weiß ich nicht, aber ich habe in alle drei das Beste reingemacht. Okay. Heftig, Alter. 123. Richtig steht. Heftiger Polizeificker. Sind wir jetzt. Imo fährt doch nicht mehr weg. Geht's doch nicht auf die Party. Yeah. Doch nicht auf die Leine. Imo, du wärst stolz auf mich gewesen. Hast du zugeguckt? Wir haben das in dem Fall ziemlich gut gemacht. Bei dir beide. Kann man gar nicht mehr. Fördert maximale Ausdauer plus 10. Mehr Kugeln brauchen wir nicht unbedingt. Langsam. Siehst du, das ist, glaube ich, was wir gerade gesagt haben. Ne? Das können wir eigentlich vielleicht sogar. Warte mal, haben wir gar nichts? Wir haben keine ausgewählt? Guck mal da oben, speichert. Ach doch, na klar, diese roten hier. Ja. Bestie Transformation. Okay, also ich würde sagen, also für wir machen den höheren Blutführer Maximalwert weg. Genau, das ist schon gemacht, was ich vorschlagen wollte. Ich habe schon gefallen, Gegner ist gut. Physische Schadenreduktion plus 3%. Ach komm. Oder die maximale Ausdauer. Finde ich fast noch besser. Also Bestie nutzen wir bisher noch nicht. Bestien? Nee, es geht ja auch nicht um Bestien. Doch, Bestientum, das war das. Ja, Bestientum, ja, ja. Das sind diese Spielmechaniken für Spieler, die advanced sind. Ich habe das mittlerweile begriffen mit der Bestie, ehrlich gesagt. Also, Karagun hast du, Putlitschein hast du da. Wir haben alles gemacht. Guck mal, da leuchtet doch der Grabstein hier. Also, kannst du nur mal bitte gucken, ob wir in der Truhe jetzt noch Blutfiolen haben? Weil nein, haben wir nicht. Ich habe gesehen, wo wir die da reingestopft haben. Nein, das ist doch nicht dein Ernst, dass du das jetzt ernsthaft fragst. So, kannst du bitte Nein. Es gibt zwei verschiedene Dinge. Es gibt einmal die gestort werden, die sind aber nicht in der Truhe. Und es gibt die, die in der Truhe sind. Die werden nicht abgerufen, wenn du stirbst. Wir haben 6 gelagert. In der Truhe. Ich muss ihn nachgucken, das steht da. Wenn wir jetzt eine verlieren und dann neu erwachen, dann haben wir wieder voll. Wenn wir jetzt 7 verlieren. Warum kann man denn Sachen in die Truhe tun, wenn sie automatisch in die Truhe getan werden? Ich glaube, es gibt 2 Speicher. Den Truhenspeicher, der nicht automatisch abgerufen wird. Das stimmt nicht. Und den automatischen Speicher, der abgerufen wird. Das stimmt nicht. Wir müssen diese Sachen einfach alle mal klären. Wir müssen es nicht klären. Vertrau mir doch einfach. Das ist nicht so. Frag Imur, frag Sun, das sind From Software Expertise. Ja. Okay, er wird ein Rätselraum bei Virtuous Last Reward lösen, das solltest du auch tun. Tolles Spiel.